Und dann frisch asiert und fern der Heimat geht es weiter in Ostrava, Polen. Eine kleine Runde geschlafen, LKW wieder fit und wie ihr seht, reichlich Verkehr auf der Straße. Na? Wollen wir mal gucken, ob keiner guckt. So, genug Lärm jetzt. Sehen, dass sie den alten Hobel hier mal in die Gange kriegen. Nehmen wir hier einfach mal den Standstreifen als Beschleunigungsspur. Da ziehen wir da mal rein. Der kann ja mal seine Bremsen testen. Ach ja. Ich hoffe, dass diesmal eine bessere Qualität entsteht. Dass es von YouTube nicht wieder ganz so zerstückelt wird hier alles. Das dauert hier wieder, bis er auf Touren kommt hier. Angeber. Oh, Backup, ja. Nutzen wir gleich mal aus hier. Lassen uns doch nicht veräppeln. So, aber wenn ich die Tour beendet habe, ist genug Zeitgeschichte hier auf der Straße gewesen. Dann brauche ich doch einen anderen LKW. Keine Ahnung welchen. Und wird sich schon einer finden, sind ja genug im Angebot. Erstmal wollen wir ans Ziel kommen. Wie schon gesagt, bald ist Wochenende. Ja, der einzige Lichtblick diese Woche war eine bescheidene Woche. Viel Ärger, viel Stress. Fragt man sich echt manchmal, warum man sich das eigentlich antut, den ganzen Kram hier. Naja. Von nix kommt nix, heißt das ja, ne? Ohne muss nichts los. Ja, ihr zieht gleich rüber, nur ja gut. Nur Schluss. Ey, wie lange soll meine Frau noch blinken, bis du bremst, du Vogel? Mann, Mann, Mann. Augen auf im Straßenverkehr. Bin zwar, glaube ich, jetzt viel zu früh in die Mitte gewechselt, aber. Was soll's? Hier finde ich die Möglichkeit, nach links und rechts auszuweichen. Das ist Taktik. Yes! Alles im grünen Bereich, das ist der Drehzahlmesser. Mehr kommt nicht raus. Das ist auch ein hässliches Gebilde hier als Ladung. Ja. Oh, dafür haben wir hier strahlenden Sonnenschein. Das Wetter diese Woche war ja auch mehr als traumhaft. Sommerlich nicht wirklich.
Erinnert schon ein bisschen an Dezember. Morgens waren die Temperaturen. Da war es selbst im Dezember etwas wärmer. Wenn ich hier jetzt bei 9 Grad losgefahren bin, brrr, kann ja nicht angehen, ja. Schon Heizung einfach im Auto morgens. Dann geht um 3:45 aus dem Haus und es ist noch dunkel. Vor gar nicht allzu lange war es schon hell, aber naja. Ja, BMW, du bist auch nicht viel schneller dann, ne? Merke ich schon. Oh, gib doch Gas und nicht bremsen. Du weißt doch, wer bremst, verliert. Und ich muss da hinten so ein Vogeltier auch heil ans Ziel bringen. Ja, wie ein Dönertier sieht das nicht aus. Nö. Ah. Wenn er erstmal rollt, dann rollt er. Aber bis er erstmal zum Rollen kommt. Da braucht der LKW ein klein wenig. Aber interessanter fand ich dann schon den alten Mercedes zum Fahren. Weckt denn doch ein bisschen zu. Nackt. LKW ohne Pedale, wie Harry ja schon gesehen hat. Ich wusste es, wenn ich rechts drüber wechsle, dann geht das dann doch irgendwann wieder in die Mitte. Da habe ich ein Talent für. Oha, jetzt wird er das aber wissen, die mit 100. Uiuiuiuiui. Ach, das sieht wieder Scheibenkleister aus auf der Fahrerkarte. Wieso sind sie da schneller gefahren? Es ging, Herr Wachmeister, es ging. Lief alles, bis sie kam. Lebt eins. Gleich drängen sie hier auf die Autobahn oder was? Haltet Abstand, Leute, haltet Abstand. Will ich auch drollig gleich rüberziehen. Ja, Opa, das Blinken hätte sie ja auch sparen können. Ach, bis Breslau sind es ja auch nur 200 Kilometer. Alles um die Ecke, alles um die Ecke. Was hier am besten funktioniert, ist der Blinker. Motorrad, was normal fährt, nicht rast. Also Tempomaten braucht man hier nicht einschalten. Das ist, der fällt sowieso so schnell mit der Geschwindigkeit, aber da muss man schalten. Ja, Leute, das ist ein LKW, wo man noch was tun muss. Nicht nur beim Bier- und Entladen arbeiten, nein, auch Winterfahrt. Also Erholung pur ist das nicht. Ich setze mir schon den Hintern platt. Weiß ich nicht. Manchmal wirkt das, dass er den Campingstuhl hier eingebaut. Leute, warum fahrt ihr damit einmal wieder so langsam hier? Ja, linke Spur ist eine Überholspur und nicht eine Kriegsspur. Idioten. Oh ja, bin ich jetzt schon im Minus. Wird Zeit, dass der Auftrag erledigt wird. Damit ich wieder ein bisschen Plus kriege hier.
geht ja nun mal gar nicht. Ich habe jetzt echt Litauer Berg gelesen, aber es stand bestimmt was anderes. Dann soll ich mal zurückfahren. Nein! Tunnel. Tunneln ist immer was Schönes. Königs-Heinerberge. Ich kenne Königsberger Klopse. Aus Königsberg. Mariellchen. Also jede kleine Steigung musste ich ja echt runterschalten, dann packt es uns nicht. Das will er sonst nicht machen hier. Oh, 70. Bremsen gut, brauchen nur kurz antippen, bleibt. Manometer. Kupplungspedal vom G27 muss ich glaube ich auch mal ein bisschen ölen, das knackt immer so komisch. Bestimmt kann man das auch mithören. Jeden Schaltvorgang. Ich versuche das schon mal so leise wie möglich zu machen, um kaum Nebengeräusche zu verursachen. Aber kaum. Ja, einfach überholen und gleich einscheren. Komm, mach nochmal. Nächster bitte. Und der hat jetzt wieder ein bisschen mehr Platz gelassen. Oh, 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 oh. Naja, bis zum Ende sollte das eigentlich hinhauen. Ich hoffe, unfallfrei. Sicher bin ich mir nie, wenn ich losfahre. Weiß ja, man rechnet mit den Fehlern anderer, aber die sollen auch mit mir rechnen. Ist schon immer merkwürdig. Immer diese Geier, die da oben kreisen. Die wird dann schon fette Beute. Also wegen mir könnt ihr weiterfliegen. Ja, und dieser Truck hier hat keine Jacqueline Chantal, kein Mandy, X. Aber da aus Italien kommt, kann man sagen, ist Trudi Futti, ne? Ja, Frutti, nicht Futti. Ging ja gerade mal noch gut, war. Ne, nach Italien möchte ich mit diesem LKW auch nicht. Nö. Der Verbrauch ist zwar top, aber das allein zählt ja nicht. Berge? Dritten Gang Vollgas. Und die Parkplätze sind noch leer, ne, von irgendwelchen Vagabunden hier.
Ihr müsst nicht mehr bremsen. Drück aufs Gas, Mensch. Hast doch schnelles Auto. Oh. Ging ja gerade nochmal gut. Den Plätze hätte ich nicht gesehen hier. Uiuiui. Mit 90 durch die Baustelle. Oh, hau her. Bleib da stehen. Anstatt ein Stück vorfährt, ne? Nein. Ich kann doch sehen. Nach mir die Sintflut. Und der Harry schwirrt in China rum. Soll bestimmt nachgucken, wo der Sack Reis umgefallen ist letzte Woche. Ich habe erst die Hälfte von seiner Folge angeguckt. Die zweite kommt auch noch. Ich nehme das immer vor, weiter zu gucken und dann fahren wir die Luken dicht. So 14 Stunden steckt man auch nicht mehr so weg. Zeiten sind auch vorbei. Hallo. Guck mal, jetzt muss ich wegen dem Vogel jetzt wieder runter. Och, Menno. Tüffel. Ja. Das mag er denn auch nicht. Jetzt kommen die hier rechts. Die fahren aber auch, wie sie wollen hier, du. Naja, muss der eh langsamer werden. Fahr vorbei, Motorrad. Gut, sehr schön. Runterschalten mag der nicht. Da beschwert er sich auch noch. Guck mal, die fahren hier ran, wo sie wollen, ne? Ja. Sag mal. Wieso blockiert er denn fast hier? Nee, du. Ja, mach die Schranken runter. Du, ja, noch mein schönes Geld kriegst hier, ne? Hat doch sowieso Minusstand, Mensch. Hätte jetzt noch gefehlt, wenn er sagt, nee, Minusstand auf dem Konto, ich mach die Schranke nicht hoch. Huch. Den hätte ich aber voll die A-Karte gezogen hier. Die leiten bestimmt keine die Mautgebühr. Ja, den Turbo, den Schub merkt man aber nicht. Turbochen hätte da stehen müssen. Na, ich meine, gut, der hat auch nur etwas über 300 PS. Für seine Zeit bestimmt schon recht viel. Aber bis hier läuft das ja recht gut hier auf der TSM-Map. Das dauert auch, bis der so hoch kommt hier. Oh, dude. Moin, Kollege. Ich muss mal weiter.
Jetzt kriege ich erstmal hoch hier. Mal sehen, ob das Klappen noch unterschreiten. Oh, diesmal ging's. Ja, sind ja nur noch 2 Stunden bis zum Ziel. Solange ich nicht am Lenkrad einschlafe, sollten wir das auch erreichen, das Ziel. Ostrava. Die meiste Zeit schwirrt man ja eigentlich auf der Autobahn im 14. Gang rum. Den 16. nur für ganz gerade Strecken oder Gefälle. Guck mal, die Wolken kommen immer tiefer, kann man bald schubsen. Guck mal, da kommt einer an, der hat etwas mehr unter der Haube. Als nur sein Kühler. Na, ja, du wirst es auf einem Scania schaffen, hier so einen alten Iveco zu überholen. Na, siehst du. Geht doch. Na. Ne, der wird bestimmt erstmal links bleiben. Sagt, ah, doch gemacht, ne? Sehr schön. Jetzt wieder bremsen. Oh, ist das ein Vogel. Wo überholst du dein erstes Match, wenn du sowieso wieder abbremsen willst? Nein, 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 nein. Brauchst nicht bremsen, ist nur erhöhtes Verkehrsaufkommen. Mehr nisch. Ich lerne das heute noch mit dem Bremsen. Hab wahrscheinlich kein Gefühl im Fuß, wa? Heute auf der Arbeit schon alles abgenutzt. Unsere M1 und Mercedes stehen ja nicht ganz so schnell wie dieser hier. Ach, 11 Euro. Ja. Oh mein Junge, das dürfte dann wohl seine erste und letzte Fahrt gewesen sein bei mir. Kilometerzähler funktioniert auch nicht. Hat immer noch den gleichen Stand wie bei Abfahrt. Aber es war ja mal witzig, einen alten Karren zu fahren.
gibt bestimmt Fans unter euch, aber mir persönlich gefällt er nicht. So. Aber gefahren habe ich ihn mal. Ich habe da ja auch noch einen Mod in der Garage, einen LKW. Den habe ich geschenkt gekriegt, den kann man sonst nur kaufen. Mal sehen. Vielleicht werde ich mit dem dann zulegen. Ist auch schon ein älterer Jahrgang. Aber ich finde etwas besser. Oh, noch alte Bunkeranlagen hier. Oder sind die da, um das Kraftwerk zu schützen? Nö, ne? Nur Friedenszeiten braucht man sowas nicht. Ach schön, geht gleich runter von der Autobahn. Ja. Ja, wir sind gleich am Ziel. Ohne Schaden. Wenn wir angekommen sind. Das ist bestimmt der Güterzug, der bei mir zu Hause mal vorbeidonnert. Immer wenn wir es im Fernsehen gucken will. Njaum. Nimmt und nimmt kein Ende. Ostrava. Alles zischt, qualmt und stinkt hier. Bestimmt sind die Bremsen. Also doch ein Schaden. Oh Mann. Iveco-Krankheit, wa? Bremsen. Links auf dem Hof oder rechts auf dem Hof? Rechts. Dann sah das noch aus wie links. Hey, angekommen, angekommen. Sehr schön. Na, Blinker geht's auch nochmal aus hier. Lenkrad hat man ja auch nicht wirklich was in der Hand, ne? So, wollen wir mal gucken, ob wir das Ding auch noch eingepackt kriegen hier. Wow. Oh. Ey, hier kann man auch mal im Fenster gucken. Geht. oh je, ich hatte gar kein Blinklicht an. Oh. Deswegen sind die an mir vorbeigezogen. Ich habe noch nie festgestellt, ob blinklich geachtet haben. Auf die Randale-Leuchte. So. Aus die Maus. Sind wir angekommen. Sehr gut. Ein kleines Bildchen für die Sammlung. Aber bevor ich das mache, werde ich mich erstmal für heute verabschieden. Wir wollen etwas einigen die Tour, einfach nur über die Autobahn. Aber ich hatte auch eine blöde Ladung. Die sah überhaupt nicht schön aus.
Gut, den LKW haben wir ausprobiert. Ich habe entschieden, für mich ist er nix. Aber vielleicht für eine kleine Fangemeinde. Also bis dahin verbleibe ich dann mit einem Tschüss.